Ja, hallo zusammen. Willkommen mal wieder bei Brock, dem Baumeister. Wir sind hier beim Einzigartig auf dem Server, also in Bubbleheim praktisch. Und da habe ich auch relativ lange gespielt. Wir haben hier viel Spaß zusammen gehabt. Und hier wollte ich euch mal drei verschiedene Sachen zeigen, die ich gebaut habe. Also haben wir hier praktisch ein dreiteiliges Video vor uns. Und zuerst zeige ich euch mal meine Mühle, in der ich wohne oder zumindest gewohnt habe in dem Spiel die ganze Zeit. Und ja, danach kommen noch zwei andere sehr spannende Sachen, aber wir fangen erstmal, wie gesagt, hier mit der kleinen Mühle an. Das ist, ja, ich glaube, auch wieder ganz schön geworden, ganz schick geworden. So, ich nehme euch zuerst mal mit auf einen kleinen Rundflug. Dass ihr einfach mal die Mühle von allen Seiten seht. Wenn nicht gerade erst im Weg sind, okay. Also die einzige Mod, die hier wieder zum Bauen benutzt worden ist, ist die Plant Anything. Sonst sind wir wieder wie immer modfrei, was Baustellen betrifft. Und ja, also man kann schon sehen, denke ich, sieht alles wieder ganz nett aus. Die Mühle hat natürlich leider keine Funktion, das ist ganz klar. Ich nehme euch aber auch gleich mal mit rein. Dann gucken wir uns das Ganze mal von innen an, aber erstmal wieder in den Körper einfahren. So, da bin ich wieder ich selbst. Also mal in die Mühle hinein. Also man sieht schon wieder, es ist keine reine Funktionsbasis. Es muss immer irgendwo auch ein kleines bisschen alles schön sein. Also ein kleiner Wohnraum. Eine Ecke mit Bett. Ein paar Sachen zum Ausstellen, damit es gemütlich ist. Und hier hinten rein kommt man dann in den Turm der Mühle. Wenn man oben hoch geht, dann sind wir schön oben drauf. Da hinten wohnt übrigens der Shallowayne, der auch hier schon wieder mal mit dabei war. Da unten ist auch sein Hühnerstall. Er hat immer irgendwo Hühnerställe. Das da hinten ist unsere große Gemeinschaftsbasis gewesen. Die hat der Luftwolf gebaut. Auch den Hafen. Ups. So. Ach ja, und genau. Und natürlich ganz, ganz wichtig hier in der Mühle ist natürlich auch der Keller. Weil im Keller habe ich dann meine Portale stehen. Von hier aus kommen wir halt zu den anderen Orten, die ich euch zeigen wollte. Aber auch hier bautechnisch wieder ganz interessant ist einfach, denke ich mal, dass wir hier einen schönen Gewölbekeller haben. Dass die Wände nicht einfach nur glatt gemauert sind, sondern dass das alles so ein kleines bisschen, ja, mehr Charakter hat. So, und einmal wieder nach draußen. Vor die Tür. Also wie gesagt, das ist die Mühle. Und im nächsten Video wird es ganz spannend. Da zeige ich euch meinen, naja, fast unmöglichen Magierturm. Also bis nachher oder bis später. Und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao.